Ich würde derweil zu Serpentilio gehen. Ah, Serpentilio, du kennst dich doch mit Artefakten aus, oder? Ja, wenn ihr mir gestattet, dass ich sitzen bleibe. Ja, ja, alles gut. Es war anstrengend für dich, ich weiß das. Naja, wir sind auf die Idee gekommen, wenn die Krone nun schon einmal verzaubert war, dass man sie vielleicht noch einmal verzaubern könnte. Ja, ja, also ich weiß nicht, gewissermaßen einen Notschalter für die Krakonia darin einbauen, beziehungsweise für ihren Wurr, wenn er nicht in unserem Sinne handelt. Sollte er uns dann doch angreifen, dass wir... Ihr versteht schon. Selbstverständlich, das ließe sich mit ein klein wenig Hellsichtig sicherlich einrichten. Ich nehme an, ihr könnt diesen Teil zur Verfügung stellen. Nun, je nachdem, welchen Zauber denkt ihr denn? Nun, wir müssten mindestens die Gefühlslage des Herrn auslesen können. Also ein vollständiger Blick in die Gedanken wäre vermutlich zu viel des Guten. Aber ich nehme nicht an, dass ihr mit der Sensibar-Variante vertraut seid? Lasst mich überlegen. Nun, ich kenne sie zwar, aber ich bin nicht besonders gut darin. Nun, nichts hindert uns daran, einen vollständigen Gedankenauslese vorzunehmen, abzüglich natürlich der anzuwendenden und aufzuwendenden Astralkraft. Aber das dürfte für euch ein geringeres Problem sein. In der Tat, ich müsste mich nur einmal ausruhen. Wir können es machen. Ja, ihr müsst mir wenig Zeit geben, um die These zu entwickeln, sagen wir. Wenn ich sofort anfange, einen Tag? Ja, bevor wir abtauchen, können wir das gerne machen. Ich denke, das ist eine Idee. Ja. Ich werde am besten sofort anfangen. Ja. Nachdem ich mich ein wenig ausgeruht habe. Selbstverständlich. Ich werde Abel mir einmal aufsuchen. Der hat so einen Vorrat von, wie heißt es noch, irgend so einen Mohn. Der hilft immer ganz gut dabei, schön zu schlafen und durchzuschlafen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Unter Wasser hatte ich damit etwas Probleme. Ihr solltet Sorge tragen, Abel Mirs Vorliebe für die Produkte der Flora ferner Länder nicht allzu sehr zu teilen. Ja, ja, ich weiß, aber einmal naschen ist ja wohl erlaubt. In der Landwehr sagt man, der Erste ist immer umsonst. Naja, wir leben nicht mehr lange, oder? Der alte Mann zuckt nur mit den Schultern und kramt währenddessen schon Papier und Federkiel herbei, um anzufangen, seine Ideen aufzuschreiben. Ich gehe zu Abelmir, um mir schwarzen Mond zu schnorren. Ja, willst gerade die Tür zu Abelmirs Kajüte aufmachen, da kannst du sehen, wie aus dem Flur vom Schiffsarzt die Tür aufgerissen wird und ein einarmiger Magus herausstürmt, tiefe Schlingen umwickelt alles und auch die beiden Terboniterinnen, die ihm dann hinterrein gehen, beziehungsweise ihn so ein bisschen versuchen zu beschwichtigen, während er dann mit lauten Worten und seinem verbliebenen Arm in Richtung der gleichen Tür stratzt wie du. Mon Dieu, mon Dieu! Monsieur Abelmir, Monsieur, er drückt dich beiseite und dann die Tür auf. Monsieur Abelmir, ich bin... Die Tür ist verschlossen. Monsieur, er hämmert gegen. Monsieur, ich bin tief. Mach die Tür auf, Boltax. Ich bin tief erzürnt. Ihr müsst wissen, ich bin zornig. Aber sie ist verschlossen. Dass wie ein Riegel zurückgeschoben wird. Abelmir, er packt dich an deiner Robe mit deinem einen Arm, versucht dich so ein bisschen zu ziehen. Ich bin wirklich sehr böse. Ihr habt mich verraten. Ihr habt ihnen irgendetwas gesagt. Ich konnte mich nicht verteidigen und ihr... Aber ich gewarnt. Ihr habt mich nicht gewarnt. Ihr seid ja wohl von allen Sinnen. Ein Eurasier habt ihr ans Messer geliefert. Ich habe euch gewarnt, dass ihr sterben könntet. Sie haben, ja, ich... Und ihr wolltet nicht hören. Ihr habt mich verraten. Ich habe euch nicht verraten. Abelmir, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Ich werde das melden. Die Kriminalkammer. Die Kriminalkammer wird das erfahren. Ihr kanntet die Gefahr. Ihr seid wirklich von allen guten Geistern verlassen. Fleht ihr mich an? Ich flehe euch nicht an, mein Arm ist verloren. Das ist mir schon bekannt, aber ihr seid ein Kretin, Abelmir. Ich habe genau gesehen, dass ihr mich geopfert habt.
Voltax, ja. Ihr könnt es bezeugen. Ihr wart dabei. Was habt ihr genau gehört, was ich gesagt habe? Ich erinnere mich nicht mehr. Da ist so viel unten passiert. Nein, ich erinnere mich wirklich nicht. Also doch, ein bisschen erinnern wir uns schon. Aber es ist jetzt nicht so wichtig, oder? Voltax, aber mir jetzt nicht der Rücken fallen. Wir haben unsere Visitenkarten ausgetauscht. Ihr seid ein Mann von Ehre. Ihr seid ein Mann aus der Eurasiat, ja? Oui, monsieur. Was ist euer Beweis, dass ich euch verraten habe? Legt ihr auf den Tisch, alle verbliebenen Namen. Wollt ihr mich beleidigen? Nennt eure Beweise und stammelt hier nicht herum. Ich werde Rafik davon berichten. Ihr werdet große Probleme in Miamat bekommen. Wenn wir zurück sind bei Rafik, er wird euch strafen. Nennt eure Anschuldigung. Legt sie auf den Tisch hier und jetzt vor mir. Aber mir, du, wir sollten das alle vergessen. Ja, wir sollten das vergessen. Rafik ist ein mächtiger Mann. Ihr heult herum, weil ihr einen Arm verloren habt. Das kann ich verstehen, aber beschuldigt mich nicht dafür. Ein bisschen Schuld hast du schon, oder? Also, ich habe keine Schuld an dem, was passiert ist. Ich habe ihn gewarnt. Er dreht sich ruckartig um. Mon Dieu, ich kann euch nicht mehr sehen. Voltax, richtet ihm bitte aus, dass ich Monsieur Abelmir nicht mehr hören kann. Er ist tot in meinen Augen. Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Ich werde mich beschweren bei der Kapitän und ihm die Geschichte erzählen. Und Rafiki. Also er lässt dir ausrichten, dass er dich nicht mehr sehen kann und dass er dich nicht mehr hören kann. Ich kann ihn selber hören. Ja, aber er hat mich darum gebeten, es dir auszurichten und ich dachte, die Höflichkeit eines Horasiers gebietet es. Voltax, ihr seid ein Mann von Ehre, ein wacher Zwerg. Ich gehe jetzt. Mon Dieu, au revoir. Da das Ganze sich ja unmittelbar ein, zwei Räume weiter abspielt, wartet Serventilio im Gang auf den Mann. Magister. Mein herzlichstes Beileid erst einmal zu eurem kürzlichen Verlust. Ich bin mir sicher. Nun, ich möchte nicht schlecht über meine Mitmagier sprechen. Aber wisst ihr, wenn ihr so geneigt seid, es ließe sich arrangieren, einen neuen Arm für euch zu beschaffen. Mon Dieu, wie meinen? Nun, wir könnten einen neuen wachsen lassen. Wirklich nur eine Kleinigkeit der Verformungskunst. Ich muss euch allerdings warnen, die Wiederanbringung ist ein wenig schmerzhaft. Ihr versteht sicherlich Nerven und alles. Ich komme mit in eure Kajüte. Währenddessen trete ich in Abelmirs Kajüte. Was ist denn, Voltax? Erstmal, von welcher Kriminalkammer hat er da gesprochen? Das hat mir nichts gesagt. Ja, er beschuldigt mich mit wirrem Verstand, dass ich ihn verraten habe. Das habe ich nicht getan, selbstverständlich. Nein, du hast nur bei dem Opfer auf ihn gezeigt. Damit hätte er rechnen können, das sehe ich auch so. Nichtsdestotrotz, also eigentlich sind wir gekommen. Wir wollten dich um etwas bitten. Du hast doch manchmal diesen Mond, der einen gut schlafen lässt, oder? Ja. Hast du vielleicht etwas für uns übrig? Wir können das wirklich gut gebrauchen. Ich bin sehr ausgelaugt. Du redest im Plural. Warum redest du von Mehrzahl? Für wen willst du es noch haben? Für mich und für mich. Also. Ja. Weil ich ja. Bist du noch bei klarem Verstand, Voltax? Warum redest du von dir in dem Plural? Ja, weil ich mich ja auch manchmal mit mir selbst unterhalte. Ha? Nun, aber du bist doch immer noch eine Person, oder? Ja. Warum redest du nicht im Singular? Das ist eine gute Frage. Aber Semantik bringt uns jetzt nicht weiter. Es geht mir darum, ich muss mich echt noch mal ausruhen, bevor wir morgen wieder runtertauchen. Ja, ich muss hier die Krone zurückbringen. Was? Ja. Die Krone? Ich hoffe, ihr wollt sie zerstören. Nein, wir werden sie erst exorzieren und dann bringen wir die geläuterte Krone zurück. Vielleicht mit einem kleinen Überwachungszauber darin integriert. Nun, ich könnte bei Exorzismus helfen. Ich habe den wahren Namen herausgefunden. Das Dämon. Tatsächlich? Ja. Das ist ja ausgezeichnet. Wartet. Zuerst den wahren Namen oder zuerst den schwarzen Mond? Zuerst den schwarzen Mond. Ich werde den Exorzismus ja nicht durchführen. Das macht Faramut. Richtig. Ich gehe mal zum Schreibtisch und zieh mal Schublade auf und zieh mal so ein Beutelchen. Hier, nur eins pro Nacht. Drück ihm so einen schwarzen Knödel in die Hand.
anritzen und die Milch trinken, nicht wahr? Nein, du steckst sie in den Mund und kaufst darauf herum. Und dann schläfst du ein. Wunderbar, das klingt doch gut. Und am nächsten Tag solltest du vielleicht die Zähne putzen, weil die Zähne schwarz werden davon. Weißt schon, nur Wasser und... Ja. Zähne putzen. Ja, das... Ich frag lieber nicht. Du kennst doch Zähne putzen. Natürlich, mit Sand. Hast du... Ja. Ich bevorzuge Wasser, aber Sand würde wahrscheinlich auch funktionieren. Mhm. Es kommt in jede kleine Ritze. Und ich mag Sand ja sehr gerne. Er ist weich und behutsam. Und er knirscht. Ja. Ja. Aber er macht die Zähne schon sauber. Nicht wirklich, aber egal. Wie gesagt, hier, nimm das. Wenn du mir brauchst, sag Bescheid. Ja, und wenn du nochmal Probleme mit dem Magier hast, ich weiß nicht. Ich wollte jetzt kein Silenzium wirken, das schien mir etwas übergriffig. Er hat keine Beweise. Ja, und wir wollen ihm keine liefern, nicht wahr? Nein. Dann noch einen schönen Abend. Ich werde mich jetzt hinlegen. Wo ist Faramut? Ach so, der ist, ich glaube, in Richtung Kapitänskajüte gegangen. Ich sollte auch noch mal dahin, um die Krone abzuliefern. Und dann gehe ich, glaube ich, schlafen. Oh, das war ein anstrengender Tag. Ja, Nacht. In der Tat. Wie dem auch sei. Ja, wir sehen uns gleich. Ja. Ja, Rafim, willst du noch irgendwas in der Stunde tun? Möchte mich verarzten lassen. Ich habe 6 Lebenspunkte. Ich hab's gesehen. Ja, Serpentidio kann noch etwas mit dem Horasia sprechen, wie man Arme nachwachsen lässt, und dann könntet ihr euch nach... Er wird sich sehr nebulös halten, denn einen Dämon zu beschwören würde den Mann jetzt nicht unbedingt nahelegen. Ja, genau, alles klar. Und ich werde natürlich sagen wir 5 bis 7 brauchen, um die Nachwuchsgliedmaße nachwachsen zu lassen. Wenn ihr mir ein klein wenig eures Blutes hier lassen würdet, ihr wisst schon, in die Matrizen anzugleichen. Oui, Monsieur. Ich werde die Tribuniterinnen dazu fahren lassen. Verzeiht, dass ich euch kein Frühstück geben kann. Ich bin sehr blutarm aktuell. Oh, ich muss etwas. Ich gehe jetzt gleich in die Kombüse und ich werde ein gutes Stück Fleisch essen. Oui? Eine winzig kleine Sache noch. Selbstverständlich, da ihr so unrechtmäßigerweise gelitten habt, fordere ich keine große Gegenleistung für diese Wohltat. Nur lasst die Sache vielleicht damit auf sich beruhen. Hm? Denn welche Unbillen ihr auch immer gegenüber Abelmir und seinen Künsten hegen mögt, meistens schaden werdet ihr, wenn ihr jetzt anfangt zu protestieren bei Rafiki Mundahmani, wohl eher der Kapitania. Und die Kapitania ist ich werde abwarten, und wenn wir nach 6 Tagen einen neuen Arm haben, dann werde ich mich dazu herablassen, es mit Abelmir und dieser Monsieur ist für mich gestorben. Ich werde es mit Poltax als seinem Nachlassverwalter klären, und Boltax darf dann die Strafzahlungen mit dem Erbschaft des Arbelmir verfügen. Wie sagt man so? Ihr versteht. Ich doch auch gar nicht. Ich möchte trotzdem eine Strafzahlung. Nun, selbstverständlich. Nur ihr seht auch ein, dass es dann keinen guten Grund mehr gibt, die hohen Herren Kapitän in die ganze Sache hineinzuziehen. Ich werde warten nach 6 Tagen. Sollte mir dann der Arm, solltet ihr mit eurer schwarzen Kunst erfolgreich sein, dann werde ich mich, dann sollten wir es unter den Teppich kehren, und dann klären wir es unter 6 Augen. Oui? Die schwarze Gilde ist ein Weg zu vielen Fähigkeiten, die manche als unnatürlich. Oui, das ist so. Gehabt euch denn wohl. Monsieur, ich ziehe meinen Hut. Ja, dann könnt ihr, wie gesagt, bei Zulamin in der Kajüte auftauchen. Ja, ich habe tatsächlich relativ schwere Wunden davongetragen. Ach, das sehe ich. Würde ich diesmal so wenigstens gut, verarzten lassen? Ja, ganz wunderbar hatten die Damen das gemacht. Wo ist Faramut? Wie Mutter gesagt, er ist hier. Ja, er kommt gleich. Ich bin hier.
Da ist er. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich stand an der Feuer. Nun, ich habe den wahren Namen dieses Dämons herausgefunden, herausgelesen aus diesem Artefakt. Ich könnte ihn euch zur Verfügung stellen, um ihn zu exorzieren. Ja. Ich werde dafür allerdings nicht die Kajüte entweihen, beziehungsweise auch den Tempel unter uns. Ich werde es in einem kleinen Beiboot machen. Wenn ihr das für sicherer haltet. Ich kann auf jeden Fall eine Anzahl an Mitbetern organisieren. Ich denke, es ist im Sinne eines jeden auf diesem Schiff, dass dieser Dämon ausgetrieben wird. Darüber würde ich mich freuen und es dankbar annehmen. Also gut, berichtet, was ihr dort noch erlebt habt, als ich weg war. Ja, könntest du ihm dann erzählen? Beziehungsweise könntet ihr auch noch weiter von vorne anfangen, wenn Havulgard sich dann eben auch so niedergelassen hat. Ephanora kommt dann irgendwann ein bisschen zu spät dazu, aber eure Kajüte kann dann relativ voll noch werden, wenn Havulgard, Faramut und Ephanora dann dort sind. Könntet dann von vorne berichten, beliebige Details auslassen, falls ihr möchtet, oder aber die ganze Wahrheit erzählen. Sulamin schließt dann damit, mein Herz ist zweigespalten. Auf der einen Seite haben wir mit diesen Leuten geredet und sie waren teilweise recht zugänglich. Aber das, was wir in diesem Reine oder Barlana-Tempel gesehen haben, ist entsetzlich. Es entsetzt mich mehr als die Unheiligtümer und die Dämonen, zu denen sie beten. Weil gerade da würde man es nicht erwarten. Diese Menschen in ewigem Ertrinken als Nährboden für ihren Nachwuchs. Nun, das ist vielleicht ein kulturelles, ich will nicht sagen Missverständnis, aber ein anderes Kulturverständnis. Wir würden auch unsere Neugeborenen schützen und würden dafür auch alles tun, nicht wahr? Und sie in die Leichen von anderen setzen. Oder den Untod herbeiführen. Nun, wenn und dadurch unsere Kinder groß werden können? Ich weiß nicht. Wären es Leichen, würde ich euch zustimmen. Aber das ist schlimmer. Nun würden wir auch zum Beispiel Echsen opfern, um unsere Kinder großzuziehen? Abelmir, ich kann mir sicherlich vorstellen, dass dein Moralverständnis sehr weit gefasst ist, was so etwas angeht. Aber was da unten passiert, ist ablehnungswürdig. Das ist eine Frage der Perspektive, denke ich. Ja, denke, unsere Perspektive ist, dass ihr alle sterben sollt. Ich denke trotzdem, dass wir uns zurückhalten sollten, bis die Schlacht geschlagen ist. Danach können wir eine weitere Expedition unternehmen, Krieger dorthin senden und Tempel vernichten. Aber uns den Zorn von diesen Krakoniern auf uns zu ziehen, jetzt vor einer wichtigen Schlacht, ist nicht sehr ratsam. Solltet ihr wissen. Danach, wenn Paligan besiegt ist, wenn Morodal verbannt wurde, dann können wir darüber philosophieren, was wir dort unten mit Jalzegott und den Überresten tun und das beenden, was Fex einst begonnen hat. Naja, ihr müsst allerdings auch bedenken, dass der Feind deutlich mehr Heireiter hat als wir. Deswegen sammeln wir uns dann, wenn wir diese Schlacht geschlagen haben. Das, was noch von uns übrig ist. Das ist nichts, was wir jetzt überstürzt machen müssen, noch bevor die Endschlacht ansteht. Ihr versteht nicht, was ich sage. Ich vermute, sobald der Tierkönig befreit ist, werden diese Haie sich nicht mehr beherrschen lassen. Was für unseren Feind ein deutlich größeres Problem ist als für uns. Es ist wie, als würden wir das große Pferde haben Pferde ein Tierkönig Sulamin. Natürlich. Als würden wir den großen weißen Gaul befreien. Vor einer großen Schlacht, wenn der Gegner mehr Kavallerie hat als wir. Wir haben
10 Highreiter, ich nehme an, der wird Hunderte haben. Oder habe ich Unrecht? Ich habe euch schon verstanden. Aber egal, was wir dort unten tun, wir sollten uns nicht den Zorn dieser Wesen auf uns ziehen. Und wenn wir jetzt nach, sagen wir 1000 Jahren, vielleicht waren wir sowieso die ersten Mürbhäute dort unten, wenn wir jetzt nach 1000 Jahren die ersten Menschen sind, die dort auftauchen, und einen Tag später wird der Haikönig befreit, dann werden sie das uns anlasten. Und dann haben wir ein Problem. Ich denke nicht, dass besagter Haikönig, sobald er es einmal befreit, noch viel übrig lassen wird, was uns irgendetwas anlasten kann. Ein Vorschlag zur Güte. Wir entschwören den Dämon in der Krone, schmeißen sie runter, auf dass sie dann vor ihre feisten, fetten Füße landet. Und dann lassen wir Gras über die Sache wachsen. Und dann sagen wir im Raya, in 2 Monaten, kommen wir noch einmal wieder. Und dann, wenn auch die Agenten von Padigan irgendwo über uns sind mit ihren Piratenschiffen, dann befreien wir den Haikönig. Was haltet ihr davon? Ich glaube tatsächlich, dass nach der Befreiung des Hais in Yal'Zugoth nicht mehr viele am Leben wären. Aber das sind schließlich nicht die einzigen Krakonier. Andere werden davon hören. Insofern sehe ich euer Argument, auch wenn ich nicht daran glaube, dass es noch einen Nach der Schlacht geben wird. Ich hoffe, dass es einen Nach der Schlacht geben wird, aber hoffentlich zu unseren Bedingungen. Nun, dann müssen wir immerhin nicht noch einmal hinabtauchen. Das naja, schon, die lieb. Schlacht ist doch erst in 3, 4 Monaten. In wie vielen Monaten ist die Schlacht, Abelmir? Ja, wir vermuten in den namenlosen Tagen, also in 3,5 Monaten. Ja, dann müssen wir in 2 Monaten ja nochmal runter. Ja, genau das. Lasst uns einfach Gras über die Sache wachsen lassen oder meinetwegen Algen. Das klingt vernünftig. Ja, das macht Sinn. Und dann befreien wir den Haikönig und wenn ihr wollt, dann zerstören wir auch noch unten diesen Piraine-Tempel oder Balana. Ich glaube doch nicht, dass es viel mit Piraine zu tun hat. Naja, ich denke, der Hai wird schon tun, was der Hai tun wird. Lassen wir den Hai Dinge tun. Ja. Ich denke, ich möchte gerne mit einem Piraine-Geweihten darüber sprechen. Auch darüber, ob es wirklich physiologisch nötig ist, was sie tun. Tja, ich überlege gerade. Ob wir in Miyamata einen Piraine-Geweihten sollten, nur einen Boron-Geweihten treffen, aber vielleicht finden wir ja in einem der Ports ein Piraine-Geweihten. Naja, ich vermute tatsächlich, dass nicht ein Piraine-Geweihter, sondern ein Experte für Krakonier euch mehr Antworten geben kann. Es ist ja vermutlich in ihrer Abelmir, wie heißt das, wenn das in ihrem Körper begründet ist? Physiologie. Dankeschön. Dann sollten wir entweder mit den Highreitern sprechen oder mit Schragner Kuhl. Wo ist er? Schragner Kuhl hat sich als unfähig erwiesen und hat dementsprechend sein Ende gefunden. Er nickt. Er wurde von der Krone beherrscht. Schade. Und deshalb sollten wir sie jetzt exorzieren. Also nach Möglichkeit sobald. Also gut, Zulamin, wenn ihr fertig seid, ich bereite mein Ritual vor. Ihr schickt mir die Mitbeter nach draußen und dann... Nun... Können wir sie wieder nach unten schicken? Ja. Damit klopft er auf den Tisch und geht nach draußen. Ich komme mit. Zurück bleibt nur Havulgard.